Nach wochenlanger Fahrt über das Mittelmeer und den Atlantischen Ozean gelangten 300 Jahre vor Christi Geburt Kaufmannsschiffe aus der Stadt Massilia, dem heutigen Marseille, an die Küsten eines sagenumwobenen Landes. Die Mannschaften entdeckten eine neue und geheimnisvolle Welt. Ein mitreisender Gelehrter schrieb, dort hat ein elendes Völkchen hohe Hügel im Besitz, die wie Rednerbühnen von Menschenhand errichtet sind. Auf sie sind Hütten gesetzt. Ihre Bewohner gleichen Segelnden, wenn die Fluten das umliegende Land bedecken, und Schiffbrüchigen, wenn sie wieder zurückgewichen sind. Die Kaufleute waren auf der Suche nach Handelspartnern und Rohstoffen. Sie entdeckten eine Schatzinsel. Der Gelehrte nannte sie Abalus, Helgoland. Im Küstensand lag in dicken Klumpen das Gold des Nordens, Bernstein. Auf Helgoland und an den Küsten des Wattenmeeres brauchte man diesen herrlichen Stoff nur aus dem Sand zu heben und in die Schiffe zu laden. Es gab den Bernstein haufenweise. Zum Erstaunen der Kaufleute ahnten die Einheimischen nicht einmal, welche Reichtümer ihnen das Meer täglich vor die Füße spülte. In Rom versprach Bernsteinhandel schnellen Gewinn. Kunsthandwerker formten aus dem wertvollen Rohstoff kleine Schminkgefäße und verkauften sie an die eleganten Damen der römischen Gesellschaft. Die Römerinnen liebten Fläschchen für Parfum oder Öl, denen der Reiz des Exotischen anhaftete. Sie hielten Bernstein für einen Auswurf des gefrorenen Meeres. Der Stoff regte ihre Fantasie an. Sie wussten nicht, dass er aus einfachem Fichtenharz bestand. Muschelförmige Schälchen erzählten von den Weiten der nordischen Meere. Mit Löffeln aus Bernstein rührten die Damen duftende Schönheitscremes an. Durchscheinendes Licht verlieh kleinen, erotischen Skulpturen geheimnisvollen Glanz. All diese Kostbarkeiten kaufte man in den feinsten und teuersten Geschäften Roms, und die lagen damals im Zentrum der Stadt auf dem Forum. Das Forum war der Knotenpunkt der römischen Republik. Hier standen die wichtigsten Bauwerke Roms, Kaufhallen, Amtsgebäude, Rednerbühnen, Ehrenstatuen und Tempel. Großkaufleute und Finanziers wickelten in den Markthallen weltweite Geschäfte ab. Die Häuser für Handel und Wirtschaft waren stattlicher als die Regierungsgebäude. Der Kurie, dem Versammlungsraum für die Senatoren und Konsuln, sah man ihre überragende Bedeutung kaum an. Aber sie war das politische Zentrum der Länder am Mittelmeer. Neben der Kurie versammelte sich das Volk und verhandelte die wichtigsten Angelegenheiten des Staates. Hier wurde zum Krieg gerufen, wenn die Priester den Sieg prophezeiten. Senat und Volk von Rom, so nannten die Bürger ihren Staat. Nirgendwo auf der Welt war die Einheit von freien Bürgern mit ihren Regierenden so eindeutig verkörpert wie auf dem Forum Romanum. Die Römer brachten ihr Lebensgefühl in Skulpturen zum Ausdruck, Büsten zum Gedenken an Verstorbene, nach der Natur aus Marmorsteinen gemeißelt. Diese Porträts sollten so dauerhaft sein wie die Republik selbst. 60 Jahre vor Christi Geburt beherrschte Rom fast alle Länder am Mittelmeer und die römischen Legionen marschierten weiter nach Norden. Innerhalb von 8 Jahren unterwarf Cäsar die keltischen Stämme bis an den Rhein. Ihr Gebiet sollte für Jahrhunderte im Bannkreis römischer Zivilisation bleiben. Die Bevölkerung im Osten, jenseits des Rheins, nannte Cäsar Germanen. 55 Jahre vor Christi Geburt überschritt er den Strom und griff die unbekannten Stämme an. Römische Offiziere verherrlichten ihre militärischen Erfolge auf massiven Schlachtensarkophagen. Ihre Darstellungen haben immer die gleiche Bedeutung. Mit überlegener Macht verbreitet der römische Soldat seine Kultur über die ganze Welt. Aufsässige Führer der Unterlegenen werden in die Hauptstadt geschleppt und vor dem Senat und dem Volk von Rom enthauptet. Germanen zu besiegen, galt als besondere militärische Leistung, denn sie schienen wilder und unberechenbarer zu sein als alle anderen Völker. Die
kantigen und bärtigen Barbaren aus den undurchdringlichen Wäldern Germaniens ließen sich auf dem Schlachtfeld vom Geschrei ihrer Frauen anfeuern. Die römischen Soldaten glaubten, diese Wilden würden rohes Fleisch verzehren wie Tiere, und sie fürchteten sich vor dem unheimlichen Totenkult der feindlichen Stämme. Auch Cäsar hatte Respekt vor ihnen. Er wollte keinen langwierigen Krieg beginnen, sondern die Feinde einschüchtern. Sein Befehl lautete: Häuser und Dörfer in Brand stecken, Angst und Schrecken verbreiten. Die germanischen Bauern waren gerade bei der Ernte, als die Römer über den Rhein setzten und über die Dörfer herfielen. Cäsar glaubte, in den Weiten des Ostens lebten unvorstellbar viele Germanenstämme mit zahllosen Kriegern. Eines Tages könnten sie sich scharenweise der römischen Kriegsmaschine entgegenwerfen. Daher zog er sich wieder über den Rhein zurück und sicherte die Grenze. Erst 500 Jahre später eroberten die Germanen das Römische Reich. Am Rande eines kleinen Moores in Schleswig-Holstein fand man überlebensgroße Figuren aus Eichenholz, zwei Götterbilder. Sie sind 2500 Jahre alt. Vor ihnen zerschmetterten die Menschen Tongefäße. Vielleicht ein Opfer für Götter, die niemand mehr kennt. Leben und Kult der ersten Germanen bleiben bis heute geheimnisvoll. Wenige Jahre vor der Zeitenwende, Rom reichte bis an Rhein und Donau heran. Aber auch im Inneren Germaniens standen die römischen Legionen. Was Cäsar nicht wollte, wagte Augustus. Er gab seinen Soldaten den Auftrag, die Macht des Reiches Zug um Zug auszubauen. Als neue Grenze eignete sich die Elbe. Eine weitere römische Provinz sollte entstehen, Magna Germania. Ein römischer Chronist berichtete: Die Germanen wurden zur Ordnung der Römer erzogen, aber ihre Freiheit hatten sie nicht vergessen. Als die Römer ihnen Vorschriften gaben, als ob sie schon geknechtet wären und nun gar Geldzahlungen von ihnen eintreiben wollten, da war ihre Geduld zu Ende. Der Hauptmann Caelius marschiert unter dem Oberbefehl des Varus im Herbst des Jahres 9 durch unwegsame germanische Waldgebiete zurück ins Heimatkastell. Mit ihm in einer unendlich langen Kolonne 15.000 Soldaten. Plötzlich brechen aus dem dichten Gebüsch von allen Seiten feindliche Scharen hervor. Die Legionäre erstarren, sie sind auf den Hinterhalt nicht vorbereitet. Die Barbarenkrieger stürzen sich mit Schwertern und Speeren auf die verhassten Besatzer und machen die römischen Soldaten auf dem glitschigen Boden zu Tausenden nieder. Auch Hauptmann Caelius wurde getötet. Drei Elite-Legionen der römischen Armee wurden im Kampf gegen primitive Bauernkrieger erstochen und erschlagen. Panik und Entsetzen verbreiteten sich in der römischen Welt. Die römische Macht hatte sich den barbarischen Horden beugen müssen. Unbegreiflich. Gewiss, das Wetter war schlecht, das Gelände ungünstig. Die Römer hatten gerade eben noch Friedensverträge mit den umliegenden Stämmen abgeschlossen und durften sich sicher fühlen. Aber für diese militärische Katastrophe gab es keinerlei Entschuldigung. Varus, der Oberbefehlshaber, und seine höchsten Offiziere wussten das. Sie begingen noch auf dem Schlachtfeld Selbstmord. Tief verunsichert ließ Rom den Plan fallen, Germanien schnell in eine Provinz zu verwandeln. Wichtiger war jetzt, die bestehende Grenze durch mächtige Festungsbauten zu sichern. Im Kastell Saalburg bei Bad Homburg, das teilweise restauriert worden ist, lebten etwa 500 Soldaten. Sie gehörten zur größten Berufsarmee aller Zeiten. Soldaten aus allen Himmelsrichtungen lebten an der Germanengrenze. Ihre Stärke lag in straffer Organisation, strenger Disziplin und in hochentwickeltem technischen Können. Die meisten römischen Soldaten konnten lesen und schreiben.
Viele besaßen eine handwerkliche Ausbildung, denn die Legionäre mussten in der Lage sein, ihre Kastelle ohne fremde Hilfe zu errichten. Sie versahen Ziegel mit den Stempeln ihrer Einheit und wetteiferten darum, wer die beste Qualität lieferte. Die Ausbildung des Soldaten war kostspielig. Deshalb war es wichtig, dass er gesund blieb. Außerhalb der Saalburg sind noch heute die Mauern der Badeanlagen zu sehen. Sie waren natürlich beheizt, denn bei aller Hygiene sollte der Soldat sich wohlfühlen. Bollwerke gegen die Germanen von der Nordsee bis zur Donau. Xanten, Köln, Bonn, Mainz, Straßburg, Augsburg, Regensburg. Große Kasernen, aus denen sich Städte entwickelten. In jahrzehntelangen Kleinkriegen eroberten die Römer germanische Gebiete östlich des Rheins und nördlich der Donau. Kleinere Kastelle sicherten das neu gewonnene Land. Ein Teil Germaniens wurde nun doch römische Provinz. Zwischen den Frontlagern errichteten die Römer einen 548 Kilometer langen Grenzwall, den Limes. Der Nachschub für die Einheiten im Grenzgebiet wurde über ein gut ausgebautes Straßennetz herangeführt. Tausende von Transportwagen knirschten über solche befestigten Straßen Richtung Limes. Die Eisenräder der Fuhrwerke haben tiefe Rillen im Steinpflaster hinterlassen. Über diese Wege drang römische Hochkultur in den besetzten Westen und Südwesten Germaniens vor. Alle 200 bis 1000 Meter in Sichtweite erhoben sich Limes-Türme aus Stein oder aus Holz. Von über 1000 Wachttürmen signalisierten Lichtzeichen, ob Gefahr drohte. In neuerer Zeit sind Teile der Grenzanlagen restauriert oder nachgebildet worden. Und doch war die Grenze nicht undurchdringlich. Tausende von Legionären versorgten sich bei den Germanen hinter der Mauer mit Honig, Fellen und anderen Landesprodukten. Und natürlich auch mit dem begehrten Bernstein. Im Gegenzug profitierten die Germanen von den Römern. Sie lernten, bessere Waffen zu schmieden. Je schlanker die Lanzenspitzen, desto leichter ließen sich römische Kettenhemden durchschlagen. Kettenhemden boten den wirksamsten Schutz gegen Schwerthiebe. Das hatten die Römer von den Galliern gelernt. Nun kauften Germanenkrieger den Römern solche Panzer ab. Die Barbaren waren begierig nach römischer Waffentechnik. Die anderen Errungenschaften der Zivilisation, etwa die hochstehende römische Schriftkultur, interessierten sie nicht. Nachrichten über das Leben und den Alltag der Menschen im Norden sind nur von Römern aufgezeichnet worden. Tacitus schrieb 100 Jahre nach der Zeitenwende in seinem Buch über die Germanen, dass sie keine Städte bewohnen, ist hinreichend bekannt. Sie benutzen zu allem ein unscheinbares Baumaterial, das keinen erfreulichen Anblick bietet. Jeder umgibt seine Behausung mit einem Hofraum, sei es zum Schutz gegen Feuersbrunst, sei es aus Unkenntnis der Baukunst. Tacitus berichtete auch Unglaubliches über germanische Kulte. Gemeinsam verehren sie die Nertus. Auf einer Insel des Ozeans ist ein heiliger Hain und in diesem ein geweihter Wagen, der mit einem Tuch überdeckt ist. Nur ein Priester darf ihn berühren. Dieser erkennt, wann die Gottheit im Heiligtum anwesend ist und geleitet sie, die auf dem von Rindern gezogenen Wagen einherfährt, in tiefer Ehrfurcht. Trifft wirklich zu, was Tacitus weiterschreibt? Dann sind frohe Tage, festlich alle Städten, die die Gottheit ihres Besuches und ihrer Gastfreundschaft würdigt. Die Menschen fangen keinen Krieg an, greifen nicht zu den Waffen. Dann werden der Wagen und die Decken und, man möge es glauben, die Göttin selbst in einem abgelegenen See gebadet. Dabei sind Sklaven behilflich, die danach derselbe See verschlingt. Die moderne archäologische und historische Forschung hat den römischen Gelehrten in vielen Details bestätigt. In einem dänischen Museumsdorf bei Roskilde versuchen Freiwillige, so zu leben wie die Menschen in germanischer Zeit. Jeder Germane war notwendig Teil einer Gemeinschaft. Immer lebte er mit anderen Menschen buchstäblich eng zusammen. Sich aus dem Verband zurückziehen?
Als Einzelner wäre man verhungert, wäre ausgeplündert oder einfach umgebracht worden. Den einzigen Schutz vor Gefahren boten die Blutsverwandten. Die ganze Sippe rächte den Schaden, der einem Angehörigen zugefügt wurde. Das war altes Recht. Dieses Recht, glaubten sie, sei in ältesten Zeiten von den Göttern auf sie gekommen. Und man hatte es von da an mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. Bis ins 16. Jahrhundert hinein hat sich im späteren Deutschland eine besondere Gültigkeit althergebrachten Rechtes erhalten. Den Kern aller Herrschaft bildete das Haus. Jedes Haus hatte einen Herrn. Kein König und kein Adliger hatte Macht über ein Haus, das ihm nicht gehörte. So blieb es in der gesamten deutschen Geschichte. Bis in die jüngste Vergangenheit hinein brauchten orientalische Herrscher nur zu befehlen, ich will, und schon strömten die Häscher aus. Kein Haus war vor ihnen sicher. Ein deutscher Herrscher hatte dazu niemals das Recht. Hausfrieden war heilig. Der Herr schützte alle Bewohner und gab ihnen das Wenige, was sie zum Leben brauchten. Dafür durfte er mit ihnen machen, was er wollte. Mancher Vater verkaufte Frau und Kinder in die Sklaverei nach Rom. Aber auch der Hausherr war nicht frei. Er musste Adligen gehorchen und über denen stand der König. Fast 1800 Jahre alt ist die älteste bekannte Germanenkrone. Sie war kein Zeichen für politische Macht. Was einen germanischen König vom Adel unterschied, war seine magische Kraft. Ein König verstünde die Stimmen der Vögel und das Wiehern der Pferde, glaubten die Germanen. Die Götter verliehen ihm das Heil, eine übernatürliche Kraft. Jahrhunderte später noch wirkte dieses Königsheil bei den deutschen Herrschern nach. Das Alltagsleben der Germanen 200 Jahre nach Christi Geburt war hart. Der Boden laugte bald aus, Haustiere starben an Seuchen, Unwetter vernichtete die Ernte, jedes Jahr drohte der Hungertod. Die Götter mussten helfen. Der germanische Opferplatz war eine heilige Stätte. Auf geweihter Erde streuten die Menschen das Korn der ersten Ernte aus. Odin oder Donar verlangten das Wertvollste, was die Germanen besaßen, Getreide und Fleisch. Götter waren überall. Wenn die Germanen auf dem Tingplatz Gericht hielten oder über einen Krieg beschlossen, saßen Götter in den Zweigen des heiligen Baumes und der König lauschte ihren Stimmen. Zur gleichen Zeit in Rom, 200 Jahre nach Christi Geburt. Die Bürger gehen ins Theater. Sonntags spannen Marinesoldaten ein riesiges Segeldach über das Kolosseum. Die Massen genießen grausige Spektakel. Bären aus germanischen Wäldern werden auf afrikanische Löwen gehetzt und sie reißen einander die Köpfe ab. Zur Abwechslung füllt man die Arena mit Wasser. Seeschlachten sind ein besonderes Vergnügen. Die Leichen der Unterlegenen treiben in der roten Brühe an den vorderen Sitzreihen vorbei. Erhalten sind nur die unterirdischen Ställe und Magazinräume. Die Spielfläche ist abgetragen. Aus der strengen römischen Republik war eine reiche Monarchie geworden. Die Kaiser verherrlichten sich in gigantischen Bauwerken. Rom verwaltete 700.000 Menschen in 432 Bezirken. Über 1.000 Brunnen spendeten frisches Wasser, das über Aquädukte aus den fernen Apenninen herangeführt wurde. 700.000 Kubikmeter Wasser strömte pro Tag in die Stadt. Auch in 11 große Badeanlagen, in denen sich 20.000 Menschen gleichzeitig aufhalten konnten. Die größte Anlage war der Circus Maximus mit 250.000 Plätzen. Eines Tages stürzten die Holztribünen zusammen. 13.000 Menschen fanden den Tod. In der Hauptstadt der Mittelmeerwelt lebten Menschen aus allen Ländern der Erde. Kriegsgefangene aus dem Osten, Kaufleute aus Griechenland, Sklaven aus Germanien und Gelehrte aus Ägypten. Sie alle hatten eigene Lebensweisen, Religionen und Kulte mitgebracht. Im Volk kursierten obskure Lehren und undurchsichtige Praktiken von Zauberern, Wahrsagern und Magiern.
Nigromanten, Fachleute für schwarze Magie, boten auf dem Forum Romanum zu hohen Preisen Zaubertafeln an. Das Publikum war abergläubisch. Man murmelte Beschwörungsformeln wie Ablanatanalba für die heidnischen Gottwesen Pnut, Iao und Abraxas. In Rom verschmolzen die sonderbarsten Mysterien und Kulte. Eine neue, moderne und revolutionäre Glaubensgemeinschaft drang aus dem Osten in die Hauptstadt vor. Die Christen gruben sich außerhalb der Stadtmauer Gänge in die Erde. Hier betteten sie ihre Toten zur Ruhe. Die uns bekannten unterirdischen Katakomben sind über 100 Kilometer lang und bieten Platz für eine 500.000 Grabstätten. Die meisten Gräber bestanden aus einfachen Wandnischen, die von kleinen Steinplatten mit dem Namen und Todestag des Verstorbenen verschlossen wurden. Die Bestattung war kostenlos. Für die Armen in Rom ein großes Glück. Staatliche Wohlfahrt gab es noch nicht. In hohen Bestattungsräumen ruhten die Gebeine der Wohlhabenden. Die reichen Christen hatten der Kirche das Gelände für die Katakomben zur Verfügung gestellt. Sie spendeten in großem Umfang Gelder für die vielen Notleidenden in der Stadt. Christliche Senatoren redeten Sklaven mit Bruder an. Wie die Juden glaubten sie an einen einzigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen habe. Eine außergewöhnliche Einstellung in der antiken Welt. Der Schöpfer habe seinen Sohn Jesus von Nazareth auf die Erde gesandt, um anzukündigen, dass das Ende der Zeit gekommen sei und das Reich Gottes nahe bevorstehe. Die ersten Christen waren Juden. Sie sahen in Jesus einen neuen Moses. Mit dem Zauberstab, einem heidnischen Zeichen für übernatürliche Kräfte, schlägt er Wasser aus einem Felsen. Die Christen waren überzeugt davon, aus dem Jammertal irdischen Lebens entfliehen zu können. So wie der arme Lazarus durch die göttliche Kraft Jesu vom Tode auferstanden war, so würde der Gläubige selbst eines Tages ein neues, ein ewiges Leben beginnen und seine Erlösung finden. Und der Preis dafür? Diesen Gott konnte man nicht bestechen. Mit Geld und Gut ließ sich die Himmelspforte nicht aufschließen. Nur wer eine tiefe persönliche Bindung zu Gott suchte und in der Nachfolge Jesu leben wollte, der durfte auf das Reich Gottes hoffen. Fische und Brotkörbe an den Katakombenwänden erinnerten an die Wundertaten des Erlösers. Später wurden sie Symbole des Glaubens. Bald waren sie im ganzen Römischen Reich verbreitet. Wie in den Bildern verbanden die Christen auch in ihrem Glauben Vorstellungen unterschiedlicher Kulturen. Sie formten eine alles umfassende Deutung der Welt, eine universale Religion. Kaiser Konstantin gab ihnen Macht. Konstantin selbst betete Apollo an, den Sonnengott. Aber als die neue Religion immer mehr Anhänger gewonnen und sich in den einflussreichsten Kreisen ausgebreitet hatte, gab Konstantin den Christen seine kaiserliche Anerkennung. Dankbar erhöhten sie ihn zum Kaiser von Gottes Gnaden. Damit stellten sie eine Verbindung von weltlicher Herrschaft und christlichem Glauben her, die viele Jahrhunderte abendländischer und deutscher Geschichte prägen sollte. Die Kirche und die Kirchenmänner wurden reich. Als einziges Gotteshaus in Rom hat Santa Sabina den frühchristlichen Charakter einer Basilika bewahrt. Ein großer, rechteckiger Raum, das Mittelschiff, wird durch Säulen von zwei Seitenschiffen abgegrenzt. Vorbilder für diese Architektur waren heidnische Bauwerke. Santa Sabina sah im Prinzip genauso aus wie eine römische Kaufhalle oder der kaiserliche Thronsaal. Die christliche Kirche war eine überaus enge Verbindung mit dem römischen Kaiserreich eingegangen. Die Staatsverwaltung wurde zum Muster für ihre eigene Organisation. Am Ende des 4. Jahrhunderts wurde jeder zum Tode verurteilt, der heidnischen Ritus praktizierte. Der universale Staat stützte sich auf den universalen christlichen Glauben.
und für die Kirche wurde die römische Monarchie zum Abbild des himmlischen Reiches. Im Jahre 500 erscheint Christus in der erzbischöflichen Kapelle in Ravenna in der Gestalt eines Siegers. Das Kreuz, an das die Römer ihn einst geschlagen hatten, ist ihm leicht geworden. Christus triumphiert. Der Erlöser trägt das kaiserliche Kriegskostüm. Ich bin der römische Imperator. Das wollen das Mosaik und sein Stifter, der Erzbischof, sagen. Gottes Sohn und damit auch seine Stellvertreter, die hohen Kirchenleute, befinden sich im Besitz höchster weltlicher Macht. Jahrhundertelang werden die abendländischen Kaiser gegen diesen Anspruch ankämpfen. Jetzt muss ich endlich die Kaiserstadt Trier rühmen, die trotz der Nähe des Rheines ohne Gefahr im Schoße des tiefsten Friedens sich ausruht. Der Rhetorikprofessor Ausonius fand schöne Worte für seine Stadt an der Mosel. Trier war zur größten Römersiedlung nördlich der Alpen herangewachsen. Von hier aus beherrschten die Imperatoren im 4. Jahrhundert den Westen des Reiches. Aber die kaiserliche Pracht dauerte nicht länger als 100 Jahre. Die Haupthalle des Kaiserpalastes war ein Ziegelbau mit 2,70 Meter starken Mauern. Vorne in der Apsis thronte der Kaiser. Eine Fußbodenheizung mit Feinregulierung klimatisierte den riesigen Raum. Die prunkvolle Ausstattung ging im Verlaufe der Jahrhunderte verloren. Man muss es sich vorzustellen versuchen. Im ganzen Palast funkelten herrliche Mosaiken aus vergoldetem Glas. Sonnenlicht, das durch riesige Fenster einfiel, brachte den bunten Marmor zum Glänzen. Ein Entspannungsbad in den Kaiserthermen war für den Hofstaat und die Beamtenschaft selbstverständlich. Sogar Bäder bauten die Römer für die Ewigkeit. Noch im Ersten Weltkrieg waren die Mauern stark genug, um alliierte Offiziere dort gefangen halten zu können, wo einst die Römer Badegenuss in Reinkultur erlebt hatten. Warmbäder, Kaltbäder, Dampf- und Trockenräume, ständig frisches Wasser, Licht- und Innenhöfe, Wandelhallen, Gesellschaftssäle und überall hübsche Dekorationen, die die Sinne anregten. Mit der strengen römischen Republik hatte dieses späte kaiserliche Reich nichts mehr gemein. Es herrschte eine in sich geschlossene, korrupte Hofaristokratie. Der Kaiser, die Senatoren und Konsuln waren kaum in der Lage, die wirtschaftlichen und politischen Probleme des riesigen Reiches zu lösen. Während die Herrschenden ihr Leben genossen, trieb der Staat von einer Krise in die andere. Aber dann kommen die Hunnen. Sie drängen aus Zentralasien nach Westen vor. Niemand kann sie aufhalten. Sie jagen die fliehenden Germanen vor sich her. Auch die Vandalen, eines der vielen germanischen Völker, werden von den Hunnen vorangetrieben. Die Vandalen stoßen auf die Grenzen des Römischen Reiches zu. Im Januar 407 erreichen sie Trier. Vorsorglich hat der kaiserliche Hof Trier verlassen. Und dabei war es die am besten befestigte Stadt des Westens. Bebend vor Angst warten die Wachen auf dem Nordtor der Stadtmauer auf die Attacke der Wilden. Als die Feinde heranstürmen, verlassen sie ihre Stellungen und ziehen sich mit den wenigen Bürgern, die noch nicht geflohen sind, zurück. Die Vandalen durchbrechen das Tor, die Bevölkerung flieht ins Amphitheater. Hier schließen sich die Verängstigten ein, bilden eine Igelstellung. Den Germanen ist es nur recht. Sie lassen das Amphitheater links liegen und plündern unterdessen die Stadt gründlich aus. Und wie Trier ergeht es allen Städten an Mosel und Rhein. Ein Chronist berichtet, Schauspielvorführungen gibt es jetzt keine mehr. Auch da nicht, wo sie vorher üblich waren. Man spielt nicht in der Stadt Mainz. Sie ist verwüstet. Man spielt nicht in Köln. Es ist voll von Feinden. Man spielt nicht in der wunderschönen Stadt Trier. Sie liegt viermal zerstört am Boden. Man kann nicht mehr vor lauter Armseligkeit und Elend dieser Zeit. Trier und ganz Gallien fallen den Germanen zum Opfer. Ihr nächstes Ziel ist Rom. Der Kaiser lässt die Stadtmauer Roms um einige Meter erhöhen.
Auf 380 Mauertürmen stehen römische Soldaten und erwarten den Germanenangriff. Im Herbst 408 schneiden die Goten unter ihrem König Alarich Rom von jeder Versorgung ab. Hinter der Mauer liegen die Leichen der verhungerten Menschen. Die Stadt übergibt 5000 Pfund Gold, 30.000 Pfund Silber, 4000 seidene Gewänder, 3000 purpurgefärbte Häute und 3000 Pfund Gewürze. Alles vergeblich. Am 24. August 410 muss Rom seine Tore öffnen. Rom geht unter. Die römische Kirche und die römische Kultur überleben. Knochen von Germanen. 40.000 Skelette hat man gefunden, allein in Deutschland. Wissenschaftler legen ihre Gräber frei, sortieren die sterblichen Überreste und beginnen zu forschen. Erst wird gemessen, gezeichnet und katalogisiert. Dann werden die Knochen in ihrer Substanz chemisch analysiert und mit anderen Funden verglichen. Am Ende wissen wir genauer, wie diese Menschen aussahen und wie sie lebten. In ihren Jugendjahren etwa aßen sie häufig Fleisch. Kaum waren sie erwachsen, da fielen ihnen die Zähne aus. Wer über 30 Jahre alt wurde, musste sich deshalb von Brei ernähren bis an sein Lebensende. Die Germanen starben früher als die Menschen heute. Schon einfache Verletzungen führten zum Tod. Am schlimmsten aber waren schlechte Ernten. Der Hungertod bedrohte jung und alt. Diese Geschöpfe trieben schon zu Lebzeiten von Ort zu Ort. Es sind Menschen aus der Zeit der Völkerwanderung. Sie lebten ständig in Angst. Um ihre Götter zu besänftigen, opferten sie in heiligen Hainen Rinder, Pferde, Hirsche und sogar Menschen. Rastlos zogen sie umher. Zwischen dem 4. und dem 7. Jahrhundert wälzten sich Völkermassen aus dem Norden und Osten über den europäischen Kontinent. Es gab für sie keine Grenzen. Sie überfluteten alle Länder, mordeten und raubten und hinterließen weite Gebiete in völliger Verwüstung. In dieser Zeit zu leben, hieß Krieg zu führen. Ganze Völker gingen zugrunde. Alte Ordnungen zerbrachen. An ihre Stelle trat das Chaos. Die Menschen fühlten sich verlassen und waren verzweifelt. In einem unbeschreiblichen Durcheinander wurde die europäische Kultur geboren. Das Abendland. Die Germanen sehnten sich nach dem Reichtum des Südens. Dort erstreckte sich über alle Küsten des Mittelmeeres das römische Imperium. Fruchtbarer Boden brachte reiche Ernten hervor. Niemand musste hungern. Für die Germanen war dieses Reich ein Traumland, in dem Milch und Honig flossen. Und es war wenig geschützt. Denn die Römer hatten ihre alte militärische Kraft verloren. Goten und Vandalen durchbrachen die Grenzen nach Süden. Ihr Ziel war Rom, die glanzvolle Hauptstadt mit ihren goldgeschmückten Palästen. Beute gab es hier in Überfluss. Auf dem Forum Romanum feierten die Barbaren ihren Raubzug durch die Stadt. Immer neue Kriegerscharen drangen nach Süden vor. Sie plünderten und verschwanden wieder. Dauerhaft zu herrschen gelang nur den Langobarden. Ihre alte Heimat war Skandinavien. Noch im Dunkel der Vorzeit verließen die Langobarden ihre Wohnsitze und wanderten nach Süden auf das europäische Festland. Um Christi Geburt erscheinen diese Germanen an der Unterelbe. 400 Jahre lang leben die Langobarden hier als Bauern. Sie ernähren sich von Brei und Brot. Dann ziehen sie weiter nach Ungarn. Nun essen sie Milch, Butter und Fleisch. Aus Bauern sind stolze Viehzüchter geworden. Im 6. Jahrhundert stehen Abgesandte der Langobarden vor den Mauern Konstantinopels. Konstantinopel, das heutige Istanbul, ist die Hauptstadt des Oströmischen Reiches.
Die Langobarden wollen auskundschaften, ob man diese an Schätzen überquellende Stadt angreifen solle. Die Germanen blicken auf die größte Kuppelkirche aller Zeiten, die Hagia Sophia. Wie das Himmelsgewölbe selbst erhebt sich fast schwerelos die mosaikgeschmückte Kuppel über Wänden aus buntem Marmor und über reich verzierten griechischen Säulen. In dieser Kirche verehren die Menschen ihren Kaiser wie einen Gott. Die römische Macht im Westen ist bereits vergangen, aber hier in Konstantinopel lebt das Römertum weiter. Und die besten Soldaten schützen ihre Hauptstadt. Die Langobarden wollen kein Risiko eingehen und sehen von einem Angriff ab. Sie ziehen weiter nach Italien. Auch hier lockt reiche Beute. Und die Bevölkerung Italiens ist von den vielen Kriegen der Vergangenheit erschöpft. Um die Mitte des 6. Jahrhunderts fallen etwa 100.000 Langobarden über das Land her und nur wenige Einheimische wagen es, sich zu wehren. Italien steht unter dem Schutz des oströmischen Kaisers. Im Laufe von 2 Jahrhunderten reißen die Langobarden fast alle Gebiete an sich. Warum sie Rom verschonen, ist nicht bekannt. Aber die germanischen Besatzer halten ihre Schwerter immer erhoben, bereit zum Todesstoß gegen die heilige Stadt. In Ravenna an der Adria residiert der Vertreter des oströmischen Kaisers. Auch diese Stadt hält den Langobarden nicht stand. In den Kirchen liegen die Einheimischen auf den Knien und rufen Gott um Erbarmen an. Die Eroberer lachen und höhnen. Statt dass sich die Männer der Stadt verteidigen, erflehen sie Hilfe vor einem Bild aus bunten Steinen, welch ein unwürdiges Dasein. Im Garten Eden betet der heilige Apollinaris für die Seelen der Menschen. Die Langobarden wundern sich, dass dieser Mann ins Paradies gekommen sein soll. Apollinaris war schimpflich mit einer Keule erschlagen worden. Das Paradies der Germanen hieß Valhalla und dort hinein kamen nur tapfere Krieger. Ich gehorta dat segen, dat si ur hetun enon muotin, Hildibrand enti Hadobrand und da Herr Juntuem, geruntun se ihre Gudamun, gurtun si ihre Schwert Anna, Helios urbaringa, dositodero hilt juritum. Das ist die Welt der stolzen Langobarden. Der alte Krieger Hildebrand kehrt nach 30 Jahren heim nach Norditalien und findet von der Sippe nur noch seinen Sohn, Hadobrand, am Leben. Hadobrand aber glaubt seinen Vater längst tot. Er vermutet eine List und wirft dem Fremden Feigheit vor. Da muss der Alte den Kampf mit dem eigenen Kind aufnehmen, um zu beweisen, dass er wirklich der Vater ist. Er schreit seinem Sohn entgegen, Wewurz kihit, das Schicksal will seinen Lauf. Nun aber wird mich mein einziges Kind mit dem Schwert schlagen, mit der Klinge treffen, oder ich werde ihm zum Mörder werden. Dann, erzählt die Geschichte weiter, gingen sie gegeneinander, die besteinten Schildränder erklangen, sie hieben rasend auf die weißen Schilde, bis ihnen das Lindenholz zerhackt war, von den Schneiden zerfetzt. Auf dem Höhepunkt des Kampfgetümmels bricht die Überlieferung ab. Erschlug der Vater den Sohn oder der Sohn den Vater? An einen friedlichen Ausgang mag niemand glauben. Das Hildebrandslied ist die älteste Heldenerzählung in germanischer Sprache. Die Franken sollten halb Europa erobern. Plündernd und mordend zogen sie über das Gebiet des Römischen Reiches. Beute galt ihnen alles. Sogar im Tode begleitete diesen Haudegen das Geld. Mit der Münze im Gebiss wollte er den Wächter der Unterwelt bestechen. Auch die Franken gerieten in den Sog des oströmischen Kaiserreiches. In 4 Jahrhunderten breiteten sich die Franken über das alte römische Gallien aus. Auf dem Boden Galliens verschmolzen die germanische und die römische Kultur. Es entstand eine neue Ordnung, die mittelalterliche Welt. König Chlodwig
besiegte den letzten römischen Statthalter in Gallien und dann hockte er sich halbnackt und unbewaffnet vor einen katholischen Bischof. Der König empfing die Taufe. Ludwig nahm die Religion der Unterworfenen an. Aus Erfahrung wusste der Franke, die Kirchenmänner in Gallien hatten fast alles, was den Franken noch fehlte. Das Wissen und das Können der zerfallenden römischen Welt. Und vor allem, die Bischöfe hatten Einfluss auf die Menschen in den besetzten Gebieten. In der Mittelmeerstadt Albenga ist eine kleine Taufkapelle aus frühchristlicher Zeit erhalten geblieben. Achtlos gehen Touristen an ihr vorbei. Sie wirkt unscheinbar. Die Mitte des Raumes nehmen Reste eines großen Taufbeckens ein. An einem Orte wie diesem wurde König Chlodwig, der Wodan verehrt hatte, Christ. Gleich ihm stiegen nacheinander 3000 seiner alten Kampfgefährten ins geweihte Wasser, die gesamte fränkische Oberschicht. Und dann unterstellten sie die Kirche ihrem Reich. Im Herzen blieben die Franken Heiden. Mancher getaufte Fürst verzichtete nicht einmal im Grabe auf seine Kriegsausrüstung. Was aus der fränkischen Kultur überliefert ist, atmet den Geist einer rohen und unfertigen Welt. Die Franken konnten sich vom alten Heidentum nicht lösen und die neue Religion nicht vollständig verstehen. Auf einer Grabplatte ritzten sie zu beiden Seiten des Kreuzes magische Linien ein. Von der christlichen Botschaft allein waren sie noch lange nicht überzeugt. Urwälder bedeckten die Mitte Europas in fränkischer Zeit. Wege und Straßen führten durch dichte Wälder, in denen man sich verirrte. Bären hausten in finsteren Höhlen, Wölfe streiften durchs Unterholz. Aber der Wald gab auch Nahrung. Überall wuchsen Nüsse, Kräuter, Wurzeln und Pilze. Bienen lieferten Honig, den einzigen Süßstoff. Die Menschen bedienten sich geheimnisvoller Kräfte der Natur. Schwangere trugen Bärenklauen um den Hals, davon wurde das Kind stark. Unter einer Buche wurde man nicht vom Blitz getroffen. Und wenn Spinnenweben häufig auftraten, war mit einer schlimmen Seuche zu rechnen. Die Natur war voller Zeichen und Wunder. Ein Wesen, das lebte. Wollte ein Holzfäller Linden niederschlagen, musste er sich vorher bei den Bäumen entschuldigen. Fast alle Menschen lebten auf dem Land. Sie rodeten den Wald, um Siedlungsflächen zu gewinnen. Die größten Ländereien gehörten dem König. Der König vergab weite Gebiete als Lehen an seine adligen Gefolgsleute. Die Adligen verliehen das Land weiter an kleinere Bauern und erhielten dafür einen Teil der Ernte. Diese mittelalterliche Ordnung blieb jahrhundertelang bestehen. Die einfachen Häuser aus Lehm oder Holz waren mit Stroh gedeckt und hielten nicht sehr lange. Menschen und Tiere lebten unter dem Dach in einem einzigen großen, dunklen Raum. Im Berliner Museumsdorf Düppel ist eine Siedlung aus dem Mittelalter nachgebildet worden. Wie hart der wirkliche Alltag der Bauern gewesen ist, lässt sich kaum nachempfinden. Alltag, das war der Kampf um die nackte Existenz. Die wichtigsten Arbeitsmittel waren Zugtiere, meist Ochsen und ein Pflug aus Holz. Nur lockere Böden konnten die Bauern auf diese Weise beackern. Wie mit einem Haken wurde die Krume oberflächlich aufgerissen und danach das Korn ausgestreut. Wenn die Bauern Einkorngetreide säten, konnten sie auf 2 bis 3 Körner Ertrag hoffen. Häufig aber war das Frühjahr zu feucht oder der Sommer zu trocken. Die Ernte fiel aus. Dann trieb pure Verzweiflung die Hungernden sogar zum Äußersten. Ein Chronist schreibt, Menschen aßen Menschen, Brüder ihre Brüder, Mütter ihre Kinder. Die Natur spendet Leben und vernichtet es wieder. Sie ist eine Göttin und sie versteht nur die Sprache des Zaubers und der Beschwörung. Das war das einfache Weltbild der Menschen auf dem Lande. Eines Tages wagte sich ein Mönch aus England in die germanischen Wälder am Rande des Frankenreiches. Bonifatius.
Er wollte den Aberglauben vertreiben und der christlichen Vernunft zum Siege verhelfen. Mönche und Priester gab es bereits, aber Bonifatius hielt nichts von diesen Gestalten, die den Heiden ähnlicher waren als den Christen. Diese Priester schlugen das Kreuz über heidnisches Opferfleisch und meinten, nun dürften sie es verzehren. Bonifatius wusste, dass es Diakone gab, die sich gleich mit 5 Beischläferinnen im Bett vergnügten. Wie sollten diese Männer in der Lage sein, den Heiden das Evangelium zu predigen? Ein Freund hatte Bonifatius noch in England geraten, diskutiere mit den Heiden und frage sie, warum besitzen Christen Länder mit Überfluss, aber Heiden nur dürftige Regionen? Aber Bonifatius diskutierte nicht. Die Heiden riefen Donau an unter den Ästen heiliger Bäume. In einem westfälischen Dorf wächst wohl die einzige Eiche in Deutschland, die vor der Einführung des Christentums gepflanzt worden ist und bis heute gepflegt wird. Bonifatius ließ Eichen wie diese niederhauen und aus dem Holz Kirchen errichten. Die Heiden schimpften. Sie waren sicher, Donau würde sich rächen. Aber Donau vergaß, seine Blitze auf den Frevler zu schleudern. Und so wurden die Bauern nachdenklich. Hatten die alten Götter ihre Kraft verloren? War der Mönch aus England stärker? Manch einer schlug sich auf die Seite des christlichen Gottes, vorsichtshalber. Die Heiden kamen zur Taufe. Vielleicht hatte Bonifatius ihnen zur Belohnung ein Hemd versprochen. Einer seiner Vorgänger war damit erfolgreich gewesen. Das Taufen wollte kein Ende nehmen, bis der Missionar den Betrug bemerkte. Die eben Getauften hatten sich immer wieder in die Warteschlange gestellt, um noch mehr Hemden zu ergattern. Der Papst befahl dem Engländer, die Kirche im Frankenreich und in den angrenzenden Gebieten gründlich zu reformieren. Bonifatius reiste in die alten Römersiedlungen an der Donau und gründete neue Diözesen, Regensburg, Passau, Salzburg und Freising. In seinem engeren Missionsgebiet und südlich davon schuf er die Bistümer Eichstätt, Würzburg, Bürerburg und Erfurt. Nun ließ er weitere Kirchen errichten. Auf einem römischen Gräberfeld bei Augsburg entstand im 8. Jahrhundert ein erstes kleines Gotteshaus. Später wurde es mehrfach erneuert und vergrößert. Viele Generationen gestalteten das Gebäude nach ihrem Geschmack. Bonifatius starb im Jahre 754. Seine Kirchen stehen noch heute. Im selben Jahr 754 reist der Herrscher über das Frankenreich, Pippin, zum Papst nach Rom. Der Papst soll helfen, denn Pippins Königtum hat einen Makel. Es fehlt, was jeder germanische König braucht, das Heil. Diese besondere Kraft vererbt sich nur in der Königssippe. Pippin aber ist von Geburt einfacher Adliger. Er kommt nicht mit leeren Händen. Pippin schenkt dem Papst erobertes Land zwischen Rom und Ravenna zu ewigem Besitz. Der Kirchenstaat ist geschaffen. Als Gegengabe salbt der Papst den Germanen zum christlichen König. Pippin besitzt nun ein neues, ein christliches Heil. Königtum und Papsttum sind von diesem Tage an fest verbunden. Jeder deutsche Herrscher nennt sich später König von Gottes Gnaden. Das neue Königsheil vererbte Pippin auf seinen Sohn. Karl übernahm das Reich seines Vaters und trat zunächst als größter Heerführer seiner Zeit hervor. Mehrere Feldzüge galten den Bretonen an der Atlantikküste und den Basken im Pyrenäengebiet. Diese Völker wurden in lockerer Abhängigkeit gehalten. Dann unterwarf Karl das Langobardenreich in Italien. Auch der Kirchenstaat zwischen Mittelmeer und Adria war von den Franken abhängig. Zug um Zug griff Karl nach Osten aus. Die Bayern wurden endgültig dem Frankenreich einverleibt. Im heutigen Niederösterreich und Kärnten lebten damals Slawen. Sie waren von Bayern aus christianisiert worden und fügten sich selbst dem Frankenreich ein.
In einem grauenerregenden Eroberungszug vernichteten die Franken den Staat der Awaren. Im Norden dauerte der Krieg gegen Slawen und vor allem gegen die Sachsen an der Unterelbe länger. Von allen Feinden leisteten die Sachsen den härtesten Widerstand. Adlige verschiedener Sachsenstämme schlossen sich zusammen und bauten Burgen gegen die fränkischen Angriffe. Noch nie seit römischer Zeit hatten sich feindliche Soldaten in ihre Wälder gewagt. Dann aber, nach 30 Jahren Krieg, zwang Karl die Sachsen mit unbeschreiblicher Gewalt in die Knie. Sie mussten sich taufen lassen und Abgaben zahlen, aber sie behielten ihre Stammesrechte und blieben ein Volk. Karl verbrachte die Hälfte seines Lebens im Sattel. Auf dem Rücken des Pferdes gewann er halb Europa. Jedes Jahr im Mai versammelte er einige tausend Kämpfer zu Fuß und mehrere hundert schwere Panzerreiter, hochgerüstete Krieger mit gewaltiger Kampfkraft. Die Kosten waren enorm. Ein Reitpferd und die Ausrüstung entsprachen dem Gegenwert von 20 Kühen. Dazu kamen Ersatzpferde und Verpflegung für 3 Monate. Der König selbst bezahlte nichts für seine Truppe. Die reichen Grundherren im Lande mussten für alles aufkommen. Einfache Bauern schlossen sich zusammen und stellten aus ihrer Mitte einen gepanzerten Kämpfer. Wer sollt, gab es nicht. Der Lohn war die Beute im Feindesland. Die großen Landbesitzer wurden dadurch noch größer. Für ihr Seelenheil stifteten sie Kirchen. Dann ließen sie die Kirchenwände mit Bildern bemalen, zur Erinnerung an ihre fromme Tat. Einige wenige Familien hatten bald die wirkliche Macht in ihren Händen. Als Grundherren sprachen sie Recht im Auftrag des Königs. Nur ihm mussten sie gehorchen. Die Wohlfahrt des Reiches insgesamt interessierte sie nicht. Daher war der fränkische Staat nur so gut wie der Mann an der Spitze, der König. Ein Porträt Karls gibt es nicht. Das Hauptsiegel des Königs zeigt das Bild eines römischen Philosophen. Siegel sollten die Echtheit einer Urkunde beglaubigen. Es war unwichtig, wessen Bild sie trugen. Karl benutzte für sein Siegel einen antiken Edelstein mit einem Kopfbildnis. In heißes Siegelwachs gepresst, bildete der Stein ein fein modelliertes Bild von einer Qualität ab, die fränkische Künstler nicht bieten konnten. Noch nicht. Aber dann entschloss sich Karl, seine Künstler zu fördern. Karl ließ in Aachen eine Residenz errichten, ein steinernes Mal, dessen Wucht ganz Europa in Erstaunen versetzte. Die Kirche seines Palastes ist noch erhalten. Ein Franke entwarf den Plan, ein Franke überwachte den Bau. Die Großen des Reiches erschauerten vor dem Wunderwerk der mächtigen Bronzetür. Löwenköpfe als Türgriffe. Karl hatte Sinn für Symbole. Überwältigend sollte sein Palast wirken und von der Kraft des Bauherrn künden. Karl benutzte Kultur, um zu herrschen. Aachen zog die berühmten Gelehrten Europas an. Hier bot sich ein sorgenfreies Leben. Sie speisten zu arabischer Musik an der silbernen Tafel des Königs. Der Wein war vom Feinsten, die Unterhaltung höfisch. Und es gab viel Arbeit. Die Hofgelehrten unterrichteten. Alle höheren Geistlichen des Reiches kamen zu ihnen nach Aachen, um schreiben und lesen zu lernen und um das Evangelium in richtiger Weise verkünden zu können. So wollte es König Karl. Die Schrift aus uralter Frankenzeit, unförmige, abenteuerlich geschwungene Zeichen, ein chaotisches Durcheinander von Linien, die wohl nur der Verfasser selbst entziffern konnte. Der König glaubte, dass durch verunstaltete Form ein falscher Sinn übertragen würde. War es denkbar, dass dieses Gekrakel Gottes Wort übermitteln könnte? Karl schaffte Ordnung. Die alte römische Schrift kam wieder zur Geltung und mit ihr die Sprache der Römer. Reines, gutes Latein war bei den antiken Autoren zu finden, die das Christentum noch nicht kannten. An ihren heidnischen Werken lernten die germanischen Geistlichen mühsam die Sprache der Bibel. Und mit dem Erlernen der fremden Sprache warfen sie tiefe Blicke
in das Leben des alten Rom. Ernst und leidenschaftlich lasen und kopierten die Kirchenmänner im Karlsreich antike Dramen und Heldenlieder. Amüsiert schrieben sie wieder und wieder Komödien und Liebesgedichte ab. So verinnerlichten die Germanen, ohne es selbst recht zu bemerken, die geistige Unruhe der antiken Autoren. In diesen Mönchen blühte für kurze Zeit die alte Kultur des Südens wieder auf. Bald schufen sie selbst hervorragende Kunstwerke. Der Glanz von Wissenschaft und Dichtung, Malerei und Architektur strahlte aus in die Klöster der Provinz. Und wie lebten die Mönche? Ein Geistlicher aus St. Gallen entwarf den Grundriss des idealen Klosters, einen Musterplan, der noch jahrhundertelang gültig war. Im Zentrum steht die Kirche. Südlich davon die Wohnräume der Mönche. Um die Kirche und den Wohnbereich reihen sich alle Anlagen, die zur Versorgung des Klosters notwendig sind. Der Gemüsegarten mit Gänse- und Hühnerzwinge, die Wirtschaftsgebäude mit Scheunen und Werkstätten, Stallungen für Schafe, Ziegen, Schweine, Rinder und Pferde, das Gästehaus, die Schule und das Abthaus. Das Hospital in der ruhigsten Ecke des Klosters. Auf dem Friedhof stehen ausgesuchte Obstbäume. Das Kloster als Ganzes ist eine kleine, sich selbst versorgende Stadt. Wenn der Leiter des Klosters sein Studium beendet, stellt er die heiligen Schriften in die Regale des Bücherschrankes zurück, verwahrt das Tintenfass an sicherem Ort und zieht die Reitstiefel an. Er bindet sein Schwert um und folgt dem Aufruf des Königs zum Kriegszug. Äbte sind Heerführer. Sie kämpfen für das Christentum und stärken ihren König. Karl ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Halb Europa hat sich ihm unterworfen. Schon nennen ihn seine Berater Oberhaupt aller Christen. Der König lässt seinen Thron in die Aachener Palastkapelle stellen. Am Weihnachtstage des Jahres 800 wird der Franke in Rom vom Papst sogar zum Kaiser gekrönt. Unverzüglich lässt Karl im ganzen Reich eine neue Münze mit seinem Bildnis verbreiten. Es gibt ein Vorbild für den Kopf, die Hauptmünze des alten römischen Kaisers Konstantin. Der Franke hält sich für einen zweiten Konstantin und für den Erneuerer des christlichen römischen Reiches. Allein der Schnurrbart ist germanisch. Karl selbst hat ihn angeordnet. Der römische Kaiser bleibt doch ein Germane. Und wie ein germanischer Großbauer befiehlt er im Falle seines Todes, das Reich wie einen Hof unter seine Söhne aufzuteilen. Am 28. Januar 814 stirbt Kaiser Karl. Die Nachkommen erben, das Reich zerfällt. Neue Völker überziehen Europa mit Krieg. Ein Mönch klagt, Romanen, Franken und die ganze Christenheit sind tief im Gram, von Elend bedrückt, wehe uns Jammernden. Es klagt der Erdkreis um den Tod des Herrschers Karl, wehe uns Jammernden. Mitten in der Ostsee liegt die Insel des vergrabenen Goldes, Gotland. Im felsigen Boden ruhen noch heute wahre Schätze an Münzen und Schmuck. Man muss sie nur finden. Im 9. und 10. Jahrhundert schwammen die Gotländer im Reichtum. Sie hatten ihre unfruchtbare Heimat verlassen und Handel getrieben bis nach Bagdad. Mit Säcken voller Geld und Gütern aus aller Welt waren sie in die Heimat zurückgekehrt. Gotland war das Herz des Handels im Norden Europas.
Die Seele der Gotländer lag in ihren Schiffen. Auf der Insel gibt es hunderte von Steingräbern in Form großer Schiffe. Sie sind viele tausend Jahre alt. Das Meer und die Seefahrt bestimmten Leben und Tod der Menschen im Norden. Sie glitten auf tobenden Ozeanen fernen Ländern entgegen, bereit für ein gutes Geschäft Kopf und Kragen zu riskieren. Viele Söhne Gotlands kehrten nicht mehr zurück. Karl starb auf einer Insel im Dnjepr. Assur verlor sein Leben in Griechenland. Harald, der nach Gold auszog, wurde irgendwo im Süden Raubvögeln zum Fraß überlassen. Andere fanden ihr Grab in Jerusalem oder auf Island. Die Gotländer gehörten zum Volk der Schweden und die Schweden waren Nordgermanen, Wikinger. Ihre Handwerker bauten Schiffe, größer und schneller als alle bis dahin bekannten. Die besten Europas. Schiffe für den Handel, aber auch für den Krieg. Nordmänner ohne Land, arme Kaufmannssöhne und zahllose Abenteurer schlossen sich zu Beutekommandos zusammen und schwärmten aus gegen fremde Küsten. Wenn ein Krieger starb, gaben seine Nachkommen einen Gedenkstein in Auftrag. Auf Gotland haben sich viele dieser Bildsteine erhalten. Sie sind meisterhaft nach römischen Vorbildern ausgeführt. Die Motive aber entstammen der nordischen Welt. Niemandem ist es bis heute gelungen, den Sinn dieser bizarren Bilder von unförmigen Menschen, fantastischen Tieren und wildem Pflanzengeschlinge zu entschlüsseln. Krieger in einem Drachenschiff erheben ihre Schwerter. Wollen sie die fackeltragende Frau vor ihnen erschlagen? So rätselhaft diese Bilder auch sind, sie alle erzählen von abenteuerlichen Reisen über die Meere, von Gefahr und Krieg und Tod. An der Westküste Schleswig-Holsteins erheben sich mächtige Wallanlagen aus dem 9. Jahrhundert, Überreste einer der zahlreichen Burgen auf dem europäischen Festland. Viele Generationen lebten hinter dem Wall in ständiger Angst. Die Wikinger kamen. Sie waren gefürchtete Krieger. Den Mönchen galten sie als Auswurf der Hölle, als reißende Wölfe, fähig zu sinnlosem Mord und grausigen Freveltaten. In Wirklichkeit waren sie nicht grausamer oder wilder als andere Völker, nur erfolgreicher. Als Karl der Große noch lebte, war die Mitte Europas ein einiges machtvolles Reich. Die Menschen fühlten sich sicher. Aber nach dem Tode Karls zerfiel das Frankenreich in Teilgebiete. Italien und der Kirchenstaat glaubten zunächst, die Wikinger könnten sie nicht bedrohen. Niederburgund fühlte sich ebenso wie Hochburgund durch seine geografische Lage geschützt. Im Westfränkischen Reich stritten sich die Adligen und die Enkel Karls des Großen um die Macht. An eine gemeinsame Verteidigung war gar nicht zu denken. Und das Ostfränkische Reich war im Jahre 880 dünn besiedelt und hatte noch keine Widerstandskraft. Europa im 9. Jahrhundert. Ein Kontinent den Wikingern schutzlos ausgeliefert. Als Kaufleute und Eroberer griffen sie nach Osten aus. Altrussland entstand. Gleichzeitig fuhren sie über die Nordsee und den Atlantik bis in das Mittelmeer. Die Stadt Luna in Norditalien fiel ihnen zum Opfer, weil sie glaubten, es sei Rom. Raubend und mordend drangen die Wikinger auf den großen Flüssen in die Mitte Europas vor. Das Kernland des alten Fränkischen Reiches wurde zur Wüste. Dauerhaft zu herrschen gelang ihnen aber nur in der Normandie, dem Land der Nordmänner. Gefahr drohte nicht nur aus dem Norden und Westen. Im Osten, an der mittleren Donau, siedelten die Ungarn, ein Nomadenvolk mit Kriegern, nicht weniger gefürchtet als die Wikinger. Die ungarischen Reiterscharen zogen über Regensburg bis nach Paris und Rom und raubten, was die verarmten Länder nur hergaben. Kein Volk konnte sie aufhalten.
Die Menschen im Ostfränkischen Reich flohen aus Angst vor den Angriffen in die Wälder. In höchster Not schlossen sich einige germanische Stämme zusammen und wählten, nicht ohne Streit, einen Sachsen zu ihrem Feldherrn und König, Heinrich den Ersten. Mit dem Königtum am Anfang des 10. Jahrhunderts beginnt die deutsche Geschichte. Zum ersten Mal erhoben die Sachsen und Franken, die Bayern, Schwaben und Thüringer einen Anführer aus ihrer Mitte. Sie gingen ein Zweckbündnis ein und ahnten nicht, dass es über 1000 Jahre Bestand haben würde. Die Aufgabe des Herrschers war es, Krieg zu führen und die Stämme vor Wikingern und Ungarn zu schützen. Heinrich besaß eine Waffe, mit der er sich unschlagbar fühlte. Die heilige Lanze. Ihr wohnte eine Macht inne, der kein Feind widerstehen konnte. Denn in die Lanzenspitze ist ein Nagel eingeschmiedet. Einer der Nägel, so glaubte man, mit denen Jesus von Nazareth ans Kreuz geschlagen worden war. Die Macht des Erlösers habe sich auf den Nagel übertragen und von dort aus wirke sie weiter auf die Waffe und ihren Besitzer, den König. Diese heilige Lanze ist den späteren deutschen Königen über Jahrhunderte vorausgetragen worden. Ein Zeichen ihres göttlichen Heils. Die Ungarn plünderten weiter. Dann aber gelang König Heinrich ein entscheidender Schlag. Im Harzvorland war ein ungarischer Führer gefangen genommen worden. Die Ungarn mussten, um ihn auszulösen, einen Waffenstillstand abschließen. Heinrich gewann 9 Jahre Zeit, die er gut nutzte. Im Harzort Pöhlde sind Mauern aus dem 10. Jahrhundert ausgegraben worden, Reste einer Wohnanlage Heinrichs des Ersten. Sie hatte keine Verteidigungseinrichtungen. Der König brauchte das Haus nicht zu befestigen, denn Burgen sicherten das umliegende Land. Die meisten Burgen ließ Heinrich an der Ostgrenze des Reiches errichten. Endlich war eine organisierte Verteidigung möglich. Von diesen Bastionen aus erfochten die germanischen Krieger Sieg um Sieg und machten ihren König für einige Jahre zum mächtigsten Mann Europas. Aber Heinrich hatte nur als Heerführer Autorität. Innerhalb des Reiches war sein Einfluss begrenzt, denn die Stammesherzöge wollten keine starke Königsherrschaft. Ein einziger Mönch besorgte den Schriftverkehr für die gesamte Reichsverwaltung. Mitten im Sachsenland erhob sich das Kloster Corvey. Bischöfe und Äbte wurden bald die wichtigsten Verbündeten der Könige gegen die Stammesherzöge. Die Mönche lasen in alten Büchern, wie sich vor Jahrhunderten das Christentum über das Römische Reich verbreitet hatte. Karl der Große, so stand geschrieben, war der Begründer eines christlichen Kaiserreiches. Die ersten Mönche Corveys richteten seinen Nachkommen sogar einen Ehrenplatz im Westwerk ihrer Kirche ein. Denn den Geistlichen war es unter kaiserlichem Schutz immer gut ergangen. Aber das alte karolingische Kaisertum gab es nicht mehr. Wer sollte nun die reich gewordenen Kirchen vor Übergriffen sichern und das Christentum verbreiten? Heinrichs Sohn Otto erinnerte sich an das alte Bündnis zwischen Thron und Altar. Er vertraute mehr als sein Vater auf die Stärke der Kirche. Nach Heinrichs Tod rief Otto im Jahre 936 alle Großen des Reiches nach Aachen in die alte Palastkapelle Karls des Großen. Nach germanischer Sitte gelobten zunächst die Herzöge und Grafen dem neuen König die Treue. Dann aber trat Otto vor die Erzbischöfe des Reiches, um von ihnen die Salbung zum König zu empfangen. Otto der Sachse bestieg im priesterlichen Ornat den Thron Karls des Großen, eines Franken. Und jedem Anwesenden war klar, was der neue König damit sagen wollte. Das Reich Karls des Großen ist untergegangen, aber ich will die Gedanken des Kaisers wieder zum Leben erwecken. Die Kirche soll wieder machtvoll sein. Sie soll den König stützen und das Reich festigen. Die Stammesherzöge ahnten Gefahr. Schon wiesen die Bischöfe Urkunden vor mit dem Siegel des Königs. Sie hatten Rechte erworben für sich und die Kirche. Dieser König Otto bedrohte die Freiheit der Fürsten. Auf keinen Stamm konnte Otto sich fest verlassen, nicht einmal auf die Sachsen.
Die Franken wurden seine Feinde, die Bayern warteten ab. Nur in Schwaben war man freundlich gesonnen. Um die Gebiete westlich des Rheines, Oberlothringen und Niederlothringen, führte der König erbitterte Kriege. Das Reich, kaum entstanden, drohte zu zerfallen. Aber Otto hatte Kriegsglück. Er dehnte seine Macht weiter nach Osten und Süden aus, wo Länder, die Karl der Große schon erobert hatte, wieder verloren gegangen waren. In diesen Marken lebten überwiegend Slawen, die sich ihrer vollständigen Unterwerfung erbittert widersetzten. Böhmen anerkannte die Oberhoheit Ottos, behielt aber für Jahrhunderte eine Sonderrolle im Reich. Als es Otto gelungen war, das alte Langobardenreich Italien zu gewinnen, erstreckte sich sein Einfluss von der Ostsee über den Kirchenstaat bis zum Golf von Neapel. Am Ostrand des Harzes liegt das kleine Städtchen Gernrode. Im 10. Jahrhundert gab es hier nur Wald. Dieses Gebiet gehörte einem Statthalter des Königs, dem Markgrafen Gero. Gero sicherte die Länder im Nordosten gegen aufständische Slawen. Eines Tages lud er 30 slawische Fürsten zum Gelage ein, dann brachte er sie um. So schlau und grausam dieser Mann auch war, er fühlte sich als Christ und stiftete ein Kloster. Hinter den dicken Mauern beteten Nonnen um das Seelenheil ihres Gönners. Die erhaltene Klosterkirche ist kein großes Kunstwerk. Darauf kam es auch nicht an. Sie musste wehrhaft sein, denn hier im Osten des Reiches drohte wieder der Feind. Die Ungarn griffen an. König Otto rief alle Fürsten zu den Waffen und das Erstaunliche geschah, sämtliche Großen des Reiches, unter ihnen viele Männer der Kirche, eilten herbei, dem König zu helfen gegen die Heiden. 10.000 Panzerreiter warfen sich den Ungarn entgegen. Schon nach den ersten Kämpfen schien die Schlacht beinahe verloren. Die Reihen lösten sich auf. Da ergriff Otto die heilige Lanze, wendete sein Pferd und stürmte erneut gegen den Feind. Wie ein Donnerkeil brachen die gepanzerten Pferde in die Reihen der Ungarn. Der Sieg war vollständig. Otto befahl, alle fliehenden Ungarn zu verfolgen und zu töten. Diese Schlacht fand auf dem Lechfeld bei Augsburg statt im Jahre 955. Sie entschied über die Zukunft des Reiches. Die germanischen Stammeskrieger fühlten sich, vielleicht zum ersten Mal, als ein Volk. Die Ungarn zogen sich für immer zurück. Ottos Ruhm als Heerführer verbreitete sich wie ein Lauffeuer überall in Europa. Das deutsche Königtum stand auf dem Gipfelpunkt seiner politischen Macht. Otto sah noch immer in Karl sein großes Vorbild. Wie der Franke wollte er sich in Rom zum Kaiser krönen lassen. Er reiste mit großem Gefolge über die Alpen nach Italien und traf im Januar 962 in der ewigen Stadt ein. Rom bot damals einen traurigen Anblick. Überall Ruinen aus der großen, alten Zeit. Zwischen verfallenen Häusern weideten Kühe. Auch das Papsttum hatte an Strahlkraft verloren. Ein Grabmal aus alter römischer Zeit hatten sich die Päpste zur Burg ausgebaut, eine Befestigung gegen das eigene Volk. Hier verbarrikadierten sich die Kirchenführer mit ihren Mätressen und Kindern vor wütenden Römern, wenn wieder einmal die Steuern erhöht worden waren. Otto der Große lachte über den Papst. Dann befahl er dem Oberhaupt aller Christen, ihn, den König, zum Kaiser zu krönen. Und der Papst gehorchte. Eine Krone hatte Otto gleich mitgebracht. Kein Schmuckstück, sondern ein Programm. Die Krone formulierte die Idee des abendländischen Kaisertums. Ihre Sprache sind Steine und Perlen in verschiedenen Größen und Farben nach einem tief durchdachten Plan angeordnet. Erst in neuerer Zeit entschlüsselten Forscher wieder den verborgenen Sinn der Smaragde, Saphire und Amethyste. Sie bedeuten Zahlen und symbolisieren die Stadt des Paradieses, das himmlische Jerusalem. Auf einer Bildplatte sitzt Gott zwischen zwei Engeln. Wer dieses Bild betrachtet, ist von Gott auserwählt. Er ist das Sprachrohr göttlicher Wahrheit. Nach Lage der Dinge konnte damit nur der Kaiser selbst gemeint sein.
Römische Offiziere verherrlichten ihre militärischen Erfolge auf massiven Schlachtensarkophagen. Ihre Darstellungen haben immer die gleiche Bedeutung. Mit überlegener Macht verbreitet der römische Soldat seine Kultur über die ganze Welt. Aufsässige Führer der Unterlegenen werden in die Hauptstadt geschleppt und vor dem Senat und dem Volk von Rom enthauptet. Germanen zu besiegen galt als besondere militärische Leistung, denn sie schienen wilder und unberechenbarer zu sein als alle anderen Völker. Die kantigen und bärtigen Barbaren aus den undurchdringlichen Wäldern Germaniens ließen sich auf dem Schlachtfeld vom Geschrei ihrer Frauen anfeuern. Die römischen Soldaten glaubten, diese Wilden würden rohes Fleisch verzehren wie Tiere, und sie fürchteten sich vor dem unheimlichen Totenkult der feindlichen Stämme. Auch Cäsar hatte Respekt vor ihnen. Er wollte keinen langwierigen Krieg beginnen, sondern die Feinde einschüchtern. Sein Befehl lautete: Häuser und Dörfer in Brand stecken, Angst und Schrecken verbreiten. Die germanischen Bauern waren gerade bei der Ernte, als die Römer über den Rhein setzten und über die Dörfer herfielen. Cäsar glaubte, in den Weiten des Ostens lebten unvorstellbar viele Germanenstämme mit zahllosen Kriegern. Eines Tages könnten sie sich scharenweise der römischen Kriegsmaschine entgegenwerfen. Daher zog er sich wieder über den Rhein zurück und sicherte die Grenze. Skulpturen geheimnisvollen Glanz. All diese Kostbarkeiten kaufte man in den feinsten und teuersten Geschäften Roms. Und die lagen damals im Zentrum der Stadt, auf dem Forum. Das Forum war der Knotenpunkt der Römischen Republik. Hier standen die wichtigsten Bauwerke Roms: Kaufhallen, Amtsgebäude, Rednerbühnen, Ehrenstatuen und Tempel. Großkaufleute und Finanziers wickelten in den Markthallen weltweite Geschäfte ab. Die Häuser für Handel und Wirtschaft waren stattlicher als die Regierungsgebäude. Der Kurie, dem Versammlungsraum für die Senatoren und Konsuln, sah man ihre überragende Bedeutung kaum an. Aber sie war das politische Zentrum der Länder am Mittelmeer. Neben der Kurie versammelte sich das Volk und verhandelte die wichtigsten Angelegenheiten des Staates. Hier wurde zum Krieg gerufen, wenn die Priester den Sieg prophezeiten. Senat und Volk von Rom, so nannten die Bürger ihren Staat. Nirgendwo auf der Welt war die Einheit von freien Bürgern mit ihren Regierenden so eindeutig verkörpert wie auf dem Forum Romanum. Die Römer brachten ihr Lebensgefühl in Skulpturen zum Ausdruck, Büsten zum Gedenken an Verstorbene, nach der Natur aus Marmorsteinen gemeißelt. Diese Porträts sollten so dauerhaft sein wie die Republik selbst. 60 Jahre vor Christi Geburt beherrschte Rom fast alle Länder am Mittelmeer und die römischen Legionen marschierten weiter nach Norden. Innerhalb von 8 Jahren unterwarf Cäsar die keltischen Stämme bis an den Rhein. Ihr Gebiet sollte für Jahrhunderte im Bannkreis römischer Zivilisation bleiben. Die Bevölkerung im Osten, jenseits des Rheins, nannte Cäsar Germanen. 55 Jahre vor Christi Geburt überschritt er den Strom und griff die unbekannten Stämme an. Erst 500 Jahre später eroberten die Germanen das Römische Reich. Am Rande eines kleinen Moores in Schleswig-Holstein fand man überlebensgroße Figuren aus Eichenholz. 2 Götterbilder. Sie sind 2500 Jahre alt. Vor ihnen zerschmetterten die Menschen Tongefäße. Vielleicht ein Opfer für Götter, die niemand mehr kennt. Leben und Kult der ersten Germanen bleiben bis heute geheimnisvoll. Wenige Jahre vor der Zeitenwende, Rom reichte bis an Rhein und Donau heran. Aber auch im Inneren Germaniens standen die römischen Legionen. Was Cäsar nicht wollte, wagte Augustus.
Er gab seinen Soldaten den Auftrag, die Macht des Reiches Zug um Zug auszubauen. Als neue Grenze eignete sich die Elbe. Eine weitere römische Provinz sollte entstehen, Magna Germania. Ein römischer Chronist berichtete, die Germanen wurden zur Ordnung der Römer erzogen, aber ihre Freiheit hatten sie nicht vergessen. Als die Römer ihnen Vorschriften gaben, als ob sie schon geknechtet wären und nun gar Geldzahlungen von ihnen eintreiben wollten, da war ihre Geduld zu Ende. Der Hauptmann Caelius marschiert unter dem Oberbefehl des Varus im Herbst des Jahres 9 durch unwegsame germanische Waldgebiete zurück ins Heimatkastell. Mit ihm in einer unendlich langen Kolonne 15.000 Soldaten. Plötzlich brechen aus dem dichten Gebüsch von allen Seiten feindliche Scharen hervor. Die Legionäre erstarren, sie sind auf den Hinterhalt nicht vorbereitet. Die Barbarenkrieger stürzen sich mit Schwertern und Speeren auf die verhassten Besatzer und machen die römischen Soldaten auf dem glitschigen Boden zu Tausenden nieder. Auch Hauptmann Caelius wurde getötet. Drei Elite-Legionen der römischen Armee wurden im Kampf gegen primitive Bauernkrieger erstochen und erschlagen. Panik und Entsetzen verbreiteten sich in der römischen Welt. Die römische Macht hatte sich den barbarischen Horden beugen müssen. Unbegreiflich. Gewiss, das Wetter war schlecht, das Gelände ungünstig. Die Römer hatten gerade eben noch Friedensverträge mit den umliegenden Stämmen abgeschlossen und durften sich sicher fühlen. Aber für diese militärische Katastrophe gab es keinerlei Entschuldigung. Varus, der Oberbefehlshaber und seine höchsten Offiziere wussten das. Sie begingen noch auf dem Schlachtfeld Selbstmord. Tief verunsichert ließ Rom den Plan fallen, Germanien schnell in eine Provinz zu verwandeln. Wichtiger war jetzt, die bestehende Grenze durch mächtige Festungsbauten zu sichern. Im Kastell Saalburg bei Bad Homburg, das teilweise restauriert worden ist, lebten etwa 500 Soldaten. Sie gehörten zur größten Berufsarmee aller Zeiten. Soldaten aus allen Himmelsrichtungen lebten an der Germanengrenze. Ihre Stärke lag in straffer Organisation, strenger Disziplin und in hochentwickeltem technischen Können. Die meisten römischen Soldaten konnten lesen und schreiben. Viele besaßen eine handwerkliche Ausbildung, denn die Legionäre mussten in der Lage sein, ihre Kastelle ohne fremde Hilfe zu errichten. Sie versahen Ziegel mit den Stempeln ihrer Einheit und wetteiferten darum, wer die beste Qualität lieferte. Die Ausbildung des Soldaten war kostspielig. Deshalb war es wichtig, dass er gesund blieb. Außerhalb der Saalburg sind nach wochenlanger Fahrt über das Mittelmeer und den Atlantischen Ozean gelangten 300 Jahre vor Christi Geburt Kaufmannsschiffe aus der Stadt Massilia, dem heutigen Marseille, an die Küsten eines sagenumwobenen Landes. Die Mannschaften entdeckten eine neue und geheimnisvolle Welt. Ein mitreisender Gelehrter schrieb, dort hat ein elendes Völkchen hohe Hügel im Besitz, die wie Rednerbühnen von Menschenhand errichtet sind. Auf sie sind Hütten gesetzt. Ihre Bewohner gleichen Segelnden, wenn die Fluten das umliegende Land bedecken, und Schiffbrüchigen, wenn sie wieder zurückgewichen sind. Die Kaufleute waren auf der Suche nach Handelspartnern und Rohstoffen. Sie entdeckten eine Schatzinsel. Der Gelehrte nannte sie Abalus, Helgoland. Im Küstensand lag in dicken Klumpen das Gold des Nordens, Bernstein. Auf Helgoland und an den Küsten des Wattenmeeres brauchte man diesen herrlichen Stoff nur aus dem Sand zu heben und in die Schiffe zu laden. Es gab den Bernstein haufenweise. Zum Erstaunen der Kaufleute ahnten die Einheimischen nicht einmal, welche Reichtümer ihnen das Meer täglich vor die Füße spülte. In Rom versprach Bernsteinhandel schnellen Gewinn. Kunsthandwerker formten aus dem wertvollen Rohstoff kleine Schminkgefäße.
und verkauften sie an die eleganten Damen der römischen Gesellschaft. Die Römerinnen liebten Fläschchen für Parfum oder Öl, denen der Reiz des Exotischen anhaftete. Sie hielten Bernstein für einen Auswurf des gefrorenen Meeres. Der Stoff regte ihre Fantasie an. Sie wussten nicht, dass er aus einfachem Fichtenharz bestand. Muschelförmige Schälchen erzählten von den Weiten der nordischen Meere. Mit Löffeln aus Bernstein rührten die Damen duftende Schönheitscremes an. Durchscheinendes Licht verlieh kleinen erotischen